Die müsste wieder da sein, ne? Ich hoffe, Ton ist auch noch da. Ja, ist falsch herum. Das ist wegen der GoPro, die vorher dran hing. Die wird gespiegelt, weil die über Kopf hängt. Dann machen wir nämlich einfach so und dann passt das wieder. Dann passen wir das Bild mal noch zu 100% an. Hingekriegt, ne? Dann machen wir mal die Flügel ran. Das ist ein ganz einfaches Ding bei DJI. Da nehmt ihr euch die passenden Farben. Das sind nämlich silberne und schwarze. Ja, mal kurz so noch machen. Das sind nämlich silberne und schwarze Kappen. Dann kommt hier nämlich auf den silbernen Punkt um einen silbernen Flügel. Und den schwarzen und schwarzer. Löwengold, vielen lieben Dank. Schicken Sie erstmal hoch, ne? Den Bildschirm kriegen wir gleich noch weg. Dass er kapiert hat. Dann fliegen wir nämlich los. Ach Steve, ich wusste genau, dass dieser Spruch kommt, Alter. Guck bitte auf Samstag und gucke, was gemacht wurde. Und dann kommen wir nochmal mit nachgemacht, Alter. Wirklich. Ey, wirklich. Ich wusste ganz genau, dass diese Scheiße kommen wird.
Kannst du auch gleich hier, falls Mods drin sind, gleich rausbannen. Definitiv. Ich will den Bildschirm an sich noch weg haben, ne? Wenn man nach oben wischt, aber wenn ich nach oben wische, dann macht er halt weg, ne? Vor allem ist das alles Echtzeit, ne? Ohne Zeitverzögerung. Man kann ja mal gucken. Ich mache jetzt den Scheinwerfer hier, die rundum leuchten. Ich sehe jetzt, ich kann sie nicht. Das ist alles Echtzeit. Das ist das Geile. Viel Zeit, wir können das auch gerne mal. Machen das jetzt nämlich mal anders, wir machen mal auf normal, dann machen wir so. Hm.
Kriege ich halt per Hand. Mr. Wodka Titten, grüß dich. Wir bummeln hier gerade mit der Drohne rum. Qualität. Ja, ich fahre zur Abitechniker. Ein 10-Stunden-Akku, ja. Ich habe leider nur zwei Akkus, jeweils eine halbe Stunde knapp. Seht auch mal die Streifen vom Lenksystem. Das, ich denke, ich habe die nie so richtig gesehen. Wir fahren jetzt mal in so einen anderen Streifen rein. Machen die mal zu. Da seht ihr, wie ich immer die Bahn auslasse. Ne? Wie gesagt, wir werden uns zu dem Thema Nachmachen gleich nochmal äußern. Ich wusste ganz genau, dass das kommt. Wenn wir vorbei sind hier mit dem schönen Bildchen. Jetzt mal ein bisschen schneller. Klar muss ich es gerade selber lenken, aber ich glaube, das ist nur eine Einstellungssache. An sich funktioniert es, ne? Das müsste hier, wenn er die Kameras mal kontrolliert, Echtzeit sein. Ohne vom Trecker überfahren. Da seht ihr mal das Frontgewicht, da könnt ihr im Stream gar nicht so richtig sehen. Ich soll mal winken. Hier. Ich glaube, das sieht man.
vielen Dank für die ganzen Follows. Ich lese sie gleich vor. Aber ihr seht ja, ich habe die Hände voll zu tun. So. Vielen, vielen, vielen Dank. Ich hatte das Ding aber schon lange vor Twitch. Ich habe mir das Ding über eine Firma geholt für Wildschweinschäden. Ne? Ich hatte die schon in Norwegen mit jetzt. Ich hoffe, euch gefällt das. Das war nämlich das, wo ich Samstag schon drüber geredet hatte, dass wir die Drohne mitnehmen. Ja, das ist Unkraut, das immer mal stehen bleibt. Da kriegst du halt alles nicht mit, ne? Grenze nicht überschreiten. Ab da ist in Deutschland Flugverbot. Alles andere wäre illegal. Die Drohne hat laut angegebenen Quellen von DJI 5 Kilometer. Darfst du aber in Deutschland nicht fliegen. Du darfst in Deutschland nur auf Sicht fliegen. Das heißt, dass ich die Drohne immer im Auge habe, deswegen sehe ich sie auch gerade. Und du darfst in Deutschland nicht höher fliegen als 100 Meter. Laut Herstellerangaben kann das Ding 6000 Meter über Null fliegen. Halt, Samstag noch, wo ich auf der Couch lag, noch gesehen. 120 Meter Grenze Hersteller, das stimmt nicht. Das geht definitiv bei Weitem höher. Das gibt Videos aus den USA, die sind mega hoch. Warte mal, ich streich mal kurz runter. Wir haben jetzt genau 99 Meter. Das hat gut getippt, ne? Da unten seht ihr die 99 noch. Hier ist wirklich Grenze. Ihr seht, ich mach mal so. Das ist, was wir bearbeitet haben davor. Das Feld. Guckt mal, so sehen die 45 Hektar aus. So seht ihr das mal ganz schön. Das sind die 45, die wir jetzt die letzten beiden Streams gemacht haben. Also 100 Meter ist wirklich Grenze. Das Ding hat auch ein feuerfestes Nummernschild drauf, was ich draufkleben musste. Wenn so ein Ding wahrscheinlich doch mal durch ein Triebwerk gerät. Und du hast mit dem Ding aber hier im Hintergrund gibt es lauter Anzeigen, wenn das Gebiet zum Beispiel gesperrt wäre für Drohnen, dann könnte ich die Drohne hier nicht mal starten lassen. Also so weit ist die Technik dann auch schon. Für alle, die wissen wollen, das ist die Phantom 4 und weil die schwarz ist, ist das die Obsidian. Okay. Ich sag mal 100 Meter auf der sicheren Seite. Hab da mal die Ansicht aus dem LS. Die können wir auch gleich noch machen. Wie gesagt, ich habe hier noch einen zweiten Akku. Dann werden aber zwei bleiben, weil so ein Akku kostet 189 Euro. Das ist schon nicht das günstigste. Ich weiß gar nicht mehr, was die gekostet hat. Wie gesagt, ich habe mir die über eine Firma geholt für die Wildschweinschäden. Und das ist jetzt aber auch schon, würde ich sagen, fast doch über ein Jahr her. Ne? Wie gesagt, könnt ruhig mal Clips machen davon, dann können sich die, die jetzt nicht dabei sind, die arbeiten müssen, das mal angucken. Mal Rundumleuchter an, dann seht ihr mal, wie live das ist. Zack. Das ist schon ein Hammer, wa? Jetzt machen wir mal die Landwirtschaftssimulator-Ansicht. Wenn die 94% nicht wundern, das ist der Akkustand von meinem Controller, den ich hier gerade in der Hand habe.
wie gesagt, dann stellt euch das nächste Jahr vor mit dem neuen 8000er Glas im Getreide. Ja. Das wird schon ziemlich geil werden. Ich hoffe, das gefällt euch trotzdem. Die haben ein schönes freies Feld. Ich werde mich mal ranmachen, die Tage mal einstellen, halt, dass die automatisch folgt, weil dann kannst du richtig geile Sachen machen, dass die halt im Kreis dann die ganze Zeit um mich rumfliegt und so ein Mist. Das hier gerade bediene. Links hier den Stick und rechts das Lenkrad. Ich werde gleich mal gucken, wie viel Akku wir noch haben. Wie gesagt, wenn euch das gefällt, wir können das öfters machen. Ich habe einen Wandler und kann die Akkus auch im Traktor laden. Richtig geil, wenn wir hier ein bisschen Regen hätten und mal so ein richtig grünes, saftgrünes Feld haben, wie das dann aussieht mit den Spuren dazwischen. Ich guck mal kurz nach dem Akku. 29%, der wird nämlich gleich vibrieren. Wollen wir noch einen zweiten Akku machen? Ich weiß, der ist aber nicht ganz geladen, den habe ich heute Morgen nur schnell angesteckt gehabt. Ja, bitte. Ja, machen wir. Kaum Verzögerung. Nee, ist wirklich sehr, sehr geile Qualität. Ich habe nämlich einen Weg gefunden, den werde ich hier aber nicht preisgeben, das Ding einfach mal ohne Verzögerung drin zu schicken. Ne? Ich kann euch sagen, diese Lösung steht in keinem Forum. Da seht ihr auch mal den Windpark, der bei uns links rum ist. Jetzt piept sie, wie ihr hört. Aber die hat eigentlich eine Return-to-Home-Funktion, das heißt, wenn eigentlich würde sie den Punkt, wo wir sie runtergesetzt haben, von alleine finden wieder. Müssen wir mal kurz drehen, ihr habt mal kurz Standbild. Man sieht von hier, glaube ich, sogar unsere Firma. Nee, seht ihr nicht. Also da hinten in die Richtung, wo die Biogas ist, ist die Firma. Ja, auch so ab und zu, wir müssen mal dran denken, wir haben hier ein Lenksystem drauf, wir haben hier WLAN und dann jetzt noch die Drohne. Ab und zu kann es mal kriseln, aber ich denke im Großen und Ganzen sieht das ganz geil aus. Es gibt hier Ben ganz, ganz spitze Zuschauer bei mir, die werden interessiert wahrscheinlich dran. Wir fliegen mal hier runter, machen jetzt nämlich mal, wir fliegen hier nach hinten, wo ich die Drohne denn den Akku wechsle. Da haben wir nur ganz kurz so einen grauen Bildschirm und dann geht er so weiter. Muss noch gucken, da kommt sie gleich.
wäre Return to Home gewesen gerade. Hallo! Hier kann man. Na, Bilder gehen ja nicht. Muss ich selber. Warte mal, ich guck mal. So, wir haben gelandet. Wir sind gelandet. Auf dem Dach landen. ich gehe kurz raus, wechsle mal kurz den Akku und dann haben wir nochmal einen Akku. Wie gesagt, das wird kurz grau. Gekriegt.
seht ihr auch mal den schönen 817 voller Pracht. Wie gesagt, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, ich würde sagen, wir lesen, ich lese die dann, also schickt die nochmal, denn wenn wir fertig sind mit Drohne. Ein bisschen Konzentration, ein bisschen kann ich hier reinlesen. Ja, freut mich. Wie gesagt, die kann 4K, ne? Also wenn Twitch das zulassen würde, wir haben hier einen Upload von 48.000, wir würden das hier auch in 4K durchschießen können. Das 40 km/h Emote, was ich als Abonnenten-Emote habe. Jetzt wisst ihr, wo ich es her habe. Und wenn ihr mal guckt, hier hinten am Schlepper hängt er nämlich auch dran. Deswegen war das mein Emote, was ich mir überlegt hatte. Und jetzt könnt ihr mich steuern. Mit Q hängt er das Gerät ab. Was ich noch sagen wollte, warum ich machen wir zum Beispiel Rundumleuchte jetzt an. Warum ich die eingeklappt habe, ich weiß nicht, ob man das sieht. Da, wo die Rundumleuchten sind, dahinter ist eine Metallplatte. Und da müsst ihr mal gucken, da hängen meine LTE-Antennen. Deswegen habe ich es eingeklappt, beide Rundumleuchten. Danke, aber in die Technik brauchte ich nicht investieren. Die Drohne habe ich schon seit über einem Jahr rumliegen. Aber ehrlich gesagt ist die ein bisschen eingestaubt. Ich habe das auch schon ein bisschen länger vorher mit der Drohne. Aber jetzt kam so ein bisschen die Krankheit dazwischen, dass ich erkältet geworden bin. Deswegen haben wir Samstag nochmal die Hoftour mit Drohne gemacht. Das ist die gleiche hier auch. Die erste Spur müssen wir auf jeden Fall glatt ziehen. Doch näher ran, mich langsamer rantasten, aber nicht, dass wir hier jetzt noch so einen Twitch-Fail kriegen. Aber wäre schon spektakulär, wenn ich die jetzt in der Fahrt landen würde, wa? Mal klippen, dass wir für die, die nicht dabei sind, dann ein paar Clips drin haben. Und wenn nicht, muss ich mal gucken, wie ich darauf hinweisen kann, wann wir geflogen sind im Video, ob das irgendwie geht. Wie gesagt, vielen, vielen Dank für die ganzen Follows. Nimm dir mal ein Haar aufs Dach. Nehmt so ein Twitch Farming. Schöner Werbung.
das ist eine DJI Phantom 4 Obsidian. Der Obsidian steht einfach nur dafür, dass die schwarz ist, weil ich das, als ich die letztes Jahr geholt habe, besser fand, wenn die am Himmel schwarz ist als weißer Duo. Mal so eine Scheibenegge dann doch mal in voller Pracht. Da seht ihr, die Scheiben drehen sich. Ne? Die sind halt so tellerförmig, so tiefer tellerförmig und reißen dann halt den Boden auf. Dahinter sind die Walzen, die rückverfestigen das ein bisschen, und dahinter sind nochmal Striegel, die das so ein bisschen glatt ziehen. Vielen Dank für die ganzen Follows, Dankeschön. Da seht ihr auch hinterher, wie der Boden dann aussieht. Das ist alles klein geschnitten, das ist gestürzt, und das nennt man noch Stoppelsturz. Das, was ihr da halt seht, sind die ganzen Stoppeln. Entschuldigung, mal ganz kurz warten. Das sind die ganzen Stoppeln, die gestürzt wurden. Deswegen heißt das auch Stoppelsturz, weil es schneidet, es reißt auf den Boden. Ein bisschen Wissen mit rüberbringen hier. Darf ich leider nicht. Ich fliege noch einmal für euch die erlaubten 100 Meter und kriege dann noch einmal so eine Rundumsicht. Da seht ihr, wie gesagt, ich fahre nur jede zweite Bahn, damit ich nicht so stark wenden muss. Und jetzt seht ihr das mal, wie das von oben aussieht, durch die GPS-Steuerung vom Traktor. Ja, wir haben erst 18, ich muss ganz kurz den Bildschirm aufmachen. Durch die GPS-Steuerung vom Traktor kann ich in jede zweite fahren. Und kann dann jede zweite zurücknehmen dann, und muss nicht so stark einlenken. Ne? Auf der Höhe leckt es ein bisschen. Ohne GPS wäre das nicht möglich, jede zweite zu fahren. Das ist meine wunderschöne Heimat hier. Fliegen mal wieder ein bisschen runter, damit wir hier wieder eine gute Verbindung kriegen. Wie gesagt, wir haben hier nebenbei WLAN laufen, wir haben hier ein Lenksystem laufen, was an Satelliten sendet, und jetzt auch noch eine Drohne. Irgendwann ist, denke ich, die Grenze ausgeschöpft, aber wenn wir hier halbwegs in der Nähe sind, ist das echt ein gutes Bild. Also ich würde sagen, dass man das schon HD nennen kann. Bisschen langsamer, ich fahre jetzt noch mal eine Bahn, wo wir das normale Tempo haben. Dass ihr mal seht, wie das eigentlich staubt, weil jetzt würde ich sagen, es ist gerade mal die Hälfte von dem Staub, was sonst ist. Ich gebe jetzt mal Gas und fahre jetzt mal die Geschwindigkeit wie sonst.
Dann seht ihr mal, wie da die Staubentwicklung ist. Das ist schon ein anderes Bild, ne? Wir werden die auf jeden Fall beim Pflügen auch mal mit ran machen, da seht ihr auch einen ziemlich krassen Unterschied. Wie gesagt, klippt das ruhig, damit die anderen auch noch was von haben. Der Ingo, der wahrscheinlich gerade arbeiten ist, das auch noch mal sehen. Wenn ich könnte den Mozart auch gerne klippen. Wir fahren noch mal in voller Geschwindigkeit wegen dem Stau. Vielen Dank für eure ganzen Follows. Dankeschön. Ja, Luft- und Kabinenfilter freuen sich definitiv. Wir haben 7 Schaf. Bei unserem Boden gerade wahrscheinlich siehst, Lohnzwischenfrucht hier nicht mehr so tolle. Andere Betriebe haben es teilweise gemacht, aber seit 2 Jahren ist hier Zwischenfrucht komplett aufgegeben worden. Keimt ja eh nichts. Wir sind jetzt seit 2 Jahren sehr, sehr dürre geplagt hier. Und deswegen, ja, sparen wir uns halt Geld. Wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Da ist auch schon das Piepen.
Kurve landen, weiß ich nicht so richtig. Die ist, wie ihr seht, leicht schräg. Ich kann ja mal kurz so machen. Die ist leicht schräg und wenn mir die da runterkippt, wäre jetzt nicht so geil, weil das sind schon 2 Meter, wo sie fällt. Jetzt meckert sie nämlich schon. Das ist diese Return-to-Home-Funktion. Die hat die, wenn die merkt, zum Beispiel, ich würde jetzt nach ganz da hinten fliegen und der Akku wird schwach, kommt die automatisch zurück und berechnet den Weg, den es noch Platz hat, um es noch zum Startpunkt zu schaffen. Hat euch gefallen. Wir werden jetzt landen. Ein Steinchen. Wir räumen mal so ein bisschen auf. Jetzt gibt mir mal ein paar Minuten, bevor wir weiterfahren. So sieht das Ding hier auch aus. Hier vorne auf dem Lenkrad. Mit dem Ding fliegt man. Und danke, danke. Ah, dann holen wir das gute Stück mal rein. Ich denke, sie wird nicht mehr so uneingestaubt sein wie vorher. Mal hier und das hier. Da wäre der John Deere jetzt geräumiger. Der unten dran hängt, dann immer gerade hängt. Aber das geht auch so. So. Dann nicht wundern, wir ziehen jetzt hier mal ab. Wir trennen den hier. Müssen wir mal kurz gucken. Wieder nicht schmeckt.